Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu und wir nähern uns dem Ende. Theoretisch könnte das die letzte Folge sein. Theoretisch hätte auch die letzte Folge sein können. Ja, wir haben noch drei größere Herausforderungen. Aua, das war die eine. Das ist keine, das ist nur ein Atron. Okay, Männer. Wird geheilt. So. Okay, wir schieben einiges hier rum. Das kommt hier hin. Das nimmst du mal mit. So, das kommt hier hin. Okay. Und... ja, das war's. Und dann kannst du das Medikit benutzen, um Männer zu heilen. So, Männer läuft hier hin. Zerschossener Kopf, nicht unbedingt gesund, aber auch nicht das Schlimmste. Okay, Blast. Kann noch Granaten werfen. Weswegen er einfach mal die Granaten rübernimmt, ne? Und... Das hier kannst du rübergeben, das nimmst du, um dich selbst zu heilen. Dann heilst du dich selbst. So, und... Granaten nach vorne. Das kommt hier rüber. Und die Granate kommt noch hier rüber, so. Ich denke, wir sind so gut vorbereitet, wie wir hier vorbereitet sein können. Auf etwas. Gut, wir können gerade keine Geisteskontrolle machen. Das ist schade. Ich kontrolliere nämlich gerne Geister. So, wie gesagt, der Atron war nicht wirklich die größte Bedrohung hier. So, Blast. Du gehst hier hin. Wir müssen jetzt trotz des Scharfschützen nach vorne stoßen. Okay, du gehst hier hin. Die Skyler sollte uns vor dem Scharfschützen schützen. Und das Gewehr wird demnächst geliefert. Hops hat die Sirene noch für eine Runde unter Kontrolle. Wäre ganz gut, wenn danach jemand übernehmen könnte. Eventuell sollten wir hier den Kopf kaputt machen. So, du gehst hier hin. Wir kommen dem tatsächlich, dem tatsächlichen Zielen immer näher. Wir kommen ihm nicht schnell näher, aber wir kommen ihm immer näher. Okay, die... Erhabene. Ich hoffe, die Skyler bietet genug Deckung für sie. Ich vermute aber nicht. So, Wildcard, du läufst. Bis hierhin. Anvil, du könntest dich mal wieder heilen wahrscheinlich. Obwohl, geh lieber mal hier hin. Wir müssen mit der Heilung ein klein bisschen versuchen zu sparen. Und ich hoffe wirklich, dass mir Anvil dadurch nicht wegstirbt. Okay, du gehst hier hin. Und das war's zu Ben. Atron Drache, okay. Ja, wie gesagt, sie bräuchte eigentlich eine wesentlich größere Deckung. Ich denke nicht, dass die hier ausreichen wird. Ich kann es versuchen.
Ja, wir könnten hier Panik verursachen, aber wenn ich wüsste, wo der ist, der Scharfschütze. Vielleicht ist er hier oben. Naja, Wildcard, guck dich mal bitte um. Wenn wir den Scharfschützen sehen, dann haben wir einen großen Vorteil. Aber es sieht nicht aus, als würden wir ihn demnächst sehen. Kannst du stampfen? Nein. So, das war das. Männer, du läufst hier hin. Hier liegen so viele Leichen rum. Zum Glück sind es nicht unsere. So. Das packen wir nach vorne. Das sorgt nämlich dafür, dass es beim Nachladen keinen Aktionspunkt kostet. Apropos, Männer kann auch mal nachladen. Auf Vorrat. Das Magazin wird damit ja nicht verschwendet, oder? Ich glaube, das Magazin wird damit verschwendet. Das würde Aktionspunkte kosten, die ich nicht habe. So, Blessed. Kann mal wieder herstellen, bitte. Shadow. Ne, Wracker, weil sehen, wie sieht's bei dir aus gerade? Moment mal, wie. Ne, du bist so ausgepowert, obwohl. Moment. Geister. Doch, wir können die Geisteskontrolle machen. Wir gehen mit der Sirene ein Stück zurück. Ich wollte eigentlich den Atron angreifen, aber jetzt müssen wir gerade ein bisschen mit Sirenenmanagement betreiben. Geistbruch ist nicht das, was ich will. Leider. Ich weiß nicht, warum für Geisteskontrolle kein Radius angezeigt wird. Na gut, komm sicherheitshalber noch ein Stück nach vorne. So, jetzt sollte es auf jeden Fall in Reichweite sein. Keine Munition, dann legst du mal nach. Ansonsten kannst du dich wieder herstellen noch. Obwohl, Moment. Du stellst dich jetzt nicht wieder her. Also nicht so, du stellst dich so wieder her. Bevor du mir wegstirbst. Das hier ist nur eine halbe Deckung und. Naja, auch eine halbe Deckung. So, Shadow, kannst du eventuell. Verdammt, ich habe der falschen Person die Waffen gegeben. Aber wir können noch korrigieren. Gut, du nimmst das. Du nimmst das. Offenbar wurde hier auch schon eine Raven kaputt geschossen. Achso, nein, Quatsch. Ja, toll. Was ich gemacht habe, ich habe das Gewehr von Männer an Jay gegeben und dann von Jay an Männer. Das hat toll geklappt. Grandios. Okay. Nicht ideal alles. Okay, du gehst hier hin. So, Kestrel, du kannst entlassen. Und danach kannst du wieder herstellen. So. Und du kannst kontrollieren. So, die Sirene kann noch ein bisschen laufen. Dann macht sie das bitte auch. Jetzt haben wir sie ja für eine Weile. Der Atron wird wahrscheinlich hier angreifen können. Vielleicht greift er Wildcard an, das wäre nicht ganz so schlimm. Okay, und noch weiter nach vorne.
Ideal ist es nicht. Ich habe nämlich den Scharfschützen immer noch nicht gefunden. Wahrscheinlich hört er irgendwann einfach auf zu schießen, weil ihm die Munition ausgeht. Okay, du gehst. Moment mal, kann die. Hat die eigentlich ein Inventar? Nein. Ich wüsste ganz gerne, was dort rumliegt. Und weil ich das gerne wüsste, gucke ich es mir an. Okay, eine einzelne Granate, eine Phoenix-Granate auch noch. Ich weiß nicht, wie die an die rankommen. Kann ich? Nein, ich kann die ganzen Chirons in Panik versetzen, aber das bringt mir ja wenig. Wahrscheinlich sogar nichts. Okay. Ah, Moment, die haben. Ne, ich lasse hier in der Deckung. So unvollkommen diese Deckung sein mag. Okay, da ist der Drache und. Oh, der will zuschlagen. Okay. Das hat nicht so viel gebracht. Davon erholt sie sich einfach selbst. Ach, da oben ist er. Oh, okay. Gut, ich weiß, wo er ist. Oh oh. Das Jugot-Rezeptakel fängt an mitzumachen. Mark of the Void. So, das Zeichen der Leere. Das Jugot-Rezeptakel gibt ein gefährliches Zeichen der Leere zu seinen Operatives, also seinen Einheiten. Und. Was? Achso, nee, zu unseren. Ah, unsere Einheiten. Und schadet ihn und nahen Verbündeten jeden Zug. Und. Okay, die Augen kaputt zu machen, würde rein theoretisch das Zeichen lösen. Also ein Zeichen jeweils. Okay, wer hat das Zeichen denn jetzt abbekommen? Ich hoffe auf die Sirene. Aber der scheint es gut zu gehen. Unser Agent. Obwohl, Moment, doch, das ist das Zeichen, ne? Info. Zeichen der Leere, okay. Ist doch schön, wenn er endlich mal was Böses gegen Kontrollierte macht. Ich habe kein Problem damit, wenn die Sirene drauf geht. Natürlich wäre es mir lieber, wenn sie vorher noch ein bisschen Schaden macht. Ja, also Geisteskontrolle dürfte hier das Wichtigste, unsere wichtigste Waffe sein. So. Unser größter Vorteil. Das ist schön für dich. Okay. Du darfst hier mal raufhauen. So, der ist erledigt. Hier oben irgendwo der Triton. Und um herauszufinden, wo genau, müssten wir jemanden dorthin schicken. Und das will ich auch, aber unbegrenzte Reichweite haben wir auch nicht. Außerdem wäre es ganz gut, wenn wir vorher mal heilen würden hier. Okay, du gibst mal bitte das eine Medikit noch rüber. Opfer, Moment. Erst einmal machen wir hier die Heilung. So, dann gibt es rüber. Ah, ich kann es auch einfach selbst nehmen. So, zack, zack. Ja, das ist nicht nötig. Wracker, du musst gerade auch nichts machen. Du kannst wieder herstellen. So, hat jetzt jeder Scharfschütze ein Scharfschützengewehr. Es sieht fast so aus. Ist ja unglaublich. So, wenn wir im nächsten Zug tatsächlich einen Scharfschützen hier haben und wissen, wo der Scharfschütze steht,
Dann können wir eventuell... Ah, verdammt nochmal. Ich habe die Gewehre falsch angeordnet. Also ich habe sie gar nicht angeordnet und das war ein Fehler. Okay. Give me a minute. Du... Ja, machst gerade erst einmal noch nichts. Wracke, du gehst weiter nach vorne. Wir dürfen nicht zu weit. Ich will nämlich nicht die Zeichen weiter abbekommen. Okay, du gehst hier hin. Da dürfte die Deckung besser sein. Hoffe ich. Wildcard, du musst dort nichts mehr machen. Du kannst noch hier hingehen. Um auf den raufzuhauen. Im nächsten Zug dann. Du kannst gerade nichts tun. Okay, Wildcard macht nichts. Anvil macht nichts weiter. Zufar, du... kannst hier hingehen, ganz offen. Eventuell ziehst du das Feuer auf dich. Und... na, das bringt nicht so viel, aber wir haben's. Okay, die sind in Panik geraten, das ist in Ordnung. Oh, oh, der wird doch nicht vorhaben, was zu tun. Nee, scheint nicht so. Ah, in Panik versetzt, das ist gemein. Macht das Zeichen der Leere etwa auch Dings da? 25 Willenskraftpunkte hat sie wieder, aber das bedeutet nur, dass sie beim nächsten Mal schwieriger zu kontrollieren ist. Witzig wäre jetzt zu wissen, wenn sie dann ihren Dings da verliert, ihre Geisteskontrolle, also wenn wir die Geisteskontrolle hier verlieren, okay, du bleibst hier. Gut, du musst auch nicht weiter warten. Du gehst hier hin. Und... verdammt. Okay, du musst vielleicht doch noch ein bisschen warten. So, du darfst hier zweimal raufhacken. Es ist nicht wirklich nötig, allerdings sorgt es dann eben auch wieder für ein bisschen Panik später. Also es ist nicht wirklich nötig, aber es ist auch kein Problem, das zu machen, ne? Das könnte ganz sinnvoll sein. Wenn wir einen besseren Winkel hätten. Du gehst mal hier hin. Und lass dir bitte nicht wieder Körperteile wegschießen, insbesondere nicht den Arm. Den brauchst du nämlich zum Zielen. Kestrel, du gehst hierhin. Kestrel Hobbs. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist aus den Fast and the Furious Filmen, aber ich kann mich komplett irren. Du gehst mal hierhin. Nee, immer noch kein Scharfschütze zu sehen. Geisteskontrolle könnten wir gegen den machen, aber das bringt uns ja nichts. Nachladen? Brauchen wir gerade nicht, danke. Die Erhabene kann hier schön abwarten. Du machst gerade nichts weiter, du wartest auf deinen Einsatz. Du kannst wieder herstellen. Du könntest theoretisch auch wieder herstellen, aber das lasse ich gerade nicht, sondern ich lasse dich weiter nach vorne laufen. Und das war's. Okay, eine Atron-Plage. Noch ein Zeichen der Leere, okay. Aber nichts, was in Panik versetzen sollte, ne?
Okay, wie genau sollen wir die töten? Also das töten? Ich glaube, das ist gegen Nahkampf immun. Was etwas Doofes. Das bedeutet, wir brauchen Scharfschützenpositionen. Okay, Anvil, hopf mal bitte hier hin. Ich denke, der Scharfschütze hat inzwischen einfach keine Munition mehr. Wie sollen wir das machen? Eventuell muss man sich den Weg durchsprengen. Ich meine, wir haben jemanden mit Granaten, aber eigentlich wollte ich nicht so nah rangehen. Shadow. Du kannst. Was kannst du? Du kannst hier hinlaufen. Besiege das Yukot-Rezeptakel, als wäre das so einfach. Ich meine, eine. Oh, ich habe den Scharfschützen gefunden. Hallo. Möchtest du für uns arbeiten? Danke sehr. Diplomatie. Ich mag's. Okay. Nicht ideal. Auch nicht ideal. So, Kopf entfernt. Das könnte ideal werden. Wenn wir den nämlich kontrollieren können, die haben noch nicht geschossen. Dadurch, dass sie noch nicht geschossen haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie noch schießen können. Ich meine, das Ding nimmt durch Explosionen weniger Schaden. Ich habe aufgepasst. Ich meine, ich habe es nicht mehr komplett im Kopf, aber schauen wir doch mal. Resistenz gegen Säure, Explosionen und Feuer. Ja. Die Erhabene haben. Wir haben die Sirene noch für 2 Runden. Okay, du gehst mal hier hin. Die erholt sich langsam und macht ihre eigene Deckung kaputt. Verdammt. Okay, du schlägst hier nochmal zu. Ja, da müssen wir nicht nochmal zuschlagen. So, Ace, du läufst auch ein Stück nach vorne. Hierhin würde ich sagen. Fahrer, du läufst wie der Wind hierhin. Läuft wie der Wind langsam, weil der Wind auch keine Beine hat. Ich würde sagen, wir beenden hier nochmal die Folge. Das wird sich noch ziehen. Das kriege ich nicht in um die 5 Minuten hin. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, euch ist die Folge, nicht die Folge, die Mission nicht über. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.